Ein schönes Willkommen zurück zu Spyro 3, dem Reloaded. So, wo ist mein Drache, wenn ich den mal brauche? Da. Gut. Alter. Ja, wir machen jetzt das Schiele-Level. Für 300 Edelsteine. I hope you appreciate this favor I'm doing in letting you out. As good of you, mate. No hard feelings, eh? Right. After all, I'm just doing my job. I reckon you'd be one of them dragons then. Yeah, name's Spyro. Never thought I'd see one. You dragons used to rule this entire world, you know. Then all of a sudden you're left. Whew. Dragons used to live here? Didn't you know? They say it was over 1,000 years ago, I think. They just left? Yeah, and the weird thing is, after they left, all the magic in the world just sort of went with them. I mean, they say this world used to have magic coming out the wazoo. Flying ships, singing forests, wishing stones, you name it. But when the dragons left, it all just dried up. Is that why some of the portals don't work? Yeah, they're starting to fade out too, one by one. Nils. Well, I gotta get back home and do some damage control. Come visit anytime you like. Ja. Ab geht's in das Level. Nun, das Level ist irgendwie besonders. Na, trifft die Kiste. Ja, wir sind ja mit 100 Edelsteinen hier reingekommen. Wir müssen mit 500 wieder raus. Und die drei Eier dürfen wir nicht vergessen. So viele Gegner, ey. Gut, das ist zumindest kein Massenspam wie bei gewissen anderen Games, ne? Aber trotzdem. Ja, jeder Fels ist wichtig. Und auch jede Kiste.
Nein, wir spielen keine Streiche. Danke. Ich stelle mich gerade an wie ein abgelaufener Joghurt. So. Erstmal Sparks wieder heilen. Das hat Vorrang. Und dann kommen wir der 500 auch schon ganz schön nah. So, wenn jetzt hier nichts runtergefallen ist, doch, der. Und das war auch schon das ganze Level, ne? Aber nicht zu voreilig da weggehen. Gibt es noch was zu erledigen? So, und hier sind die letzten beiden Edelsteine. Und das war im Großen und Ganzen Sheeras Level. Bis zum nächsten Mal, dann geht's weiter. Ciao.